Die alte Technik wäre halt zu sagen, du Kurve, Bremse und dann Hüfte nach außen, aber du musst sofort gegensteuern. So, hi liebe Leute, heute schon fast ein Klassiker bei der Mythenzerstörung. Zack, bewusst ein bisschen übertrieben vorgemacht. Das Hinterrad versetzen, das wollen halt viele lernen für Spitzkehren, technische Trails. Und es ist natürlich so ein Manöver, was du erstmal in der Ebene, auf dem Parkplatz, auf einer Lichtung im Wald, wo du viel Platz hast, festen Boden üben willst. Und da gibt es halt immer noch einen sehr gängigen Mythos oder einen Mythos, der viele Verwirrungen in den Lehrkonzepten, die danach kamen, halt immer noch stiftet. Und das ist der Hüftimpuls zur Seite, das Heck beim Hinterversetzen nach außen zu werfen. Schauen wir uns doch mal kurz an, was der Mythos besagt. Und den wollen wir jetzt zerstören. Hier auch noch mal kurz, wie bei den anderen Videos, noch mal der Hinweis, danke an F100 und an Sauerland Tourismus für den Support, dass wir das überhaupt realisieren können hier. Und da ist es so, dass oft so ein bisschen dieser Parkplatztrick am Anfang auch so gelernt wird, dass man fährt eine Kurve, bremst dann und um das Heck dann nach außen zu schwenken, wirft man halt die Hüfte so nach außen und kann dann das Heck nach außen versetzen, dann hast du quasi ein Hinterrad versetzt. Und das war auch früher immer der Lehrstandard. Ich habe es 2014 geändert, durch die Inspiration und die Hinweise von Harald Philipp. Auch danke nochmal dafür. Den Bikebergsteiger, den kennt ihr bestimmt. Und ich habe da auch schon mehrere Videos zu gemacht. Aber es ist immer noch sehr verbreitet, dass quasi die Anweisung gegeben wird, um jetzt das Heck zu versetzen, musst du es nach außen werfen mit Hüftimpuls, mit Schwenk zur Seite, Hüftschleuder, alles, was man da so hört. Welche Nachteile hat das? Welche Missverständnisse gibt es dafür? Und ich rede jetzt, Ziel ist das Versetzen. Also, welches Missverständnis gibt es denn dafür? Es ist im Grunde so, dass dieser Hüftimpuls nach außen, was einfach ein schöner Parkplatz-Move ist und was super schnell zum Lernen geht. Also das kann man wirklich ganz schnell so, wenn man einen guten Stoppie hat und ein gutes Gefühl fürs Rad, kannst du sofort machen, hast ein schnelles Erfolgserlebnis. Missverständnis wäre, wenn man jetzt glaubt, dass das fürs Gelände eine sehr taugliche Technik ist. Weil es ist so, im Gelände fährst du eine Kehre, im Steilen, dann willst du versetzen. Und wenn du einen Hüftimpuls nach außen setzt, hast du eigentlich immer die Sache, dass du deinen Körper und dein Bike mit nach außen wirfst und immer dann eine Disbalance kriegst, dass du fast nach außen fällst und wieder gegensteuern musst, damit du nicht nach außen fällst. Da kommen dann Bewegungsteile dazu, die ungünstig sind in der Gewohnheit. Da kann man ganz stark von abraten. Ich habe auch wirklich schon Leute gesehen, die einen starken Impuls so gesetzt haben und dann wirklich auch nach außen gefallen sind. Was halt im Spitzkehren-Trail sehr doof ist, weil außen ist starke Böschung, steil bergab. Deswegen müssen wir jetzt mal zeigen, welche Lösungen gibt es für die ganze Thematik. Manche werden es schon kennen. Und ich möchte euch da nochmal auf eine gute Technik prägen. Und nachher kann man auch Techniken mischen. Es gibt auch kein Schwarz-Weiß. Aber der Mythos, es funktioniert nur über den Hüftimpuls. Den würde ich auf jeden Fall heute mal zerstören wollen, wieder mal. Die Alternative. Also man muss natürlich schon Stoppi können, einen leichten Nose-Wheelie vielleicht können, sich wohl auf dem Vorderrad fühlen, auch technische steile Kehren gut schon fahren können, also Kehren, die man nicht versetzen muss. Und dann kann man es halt Step by Step üben. Das Prinzip ist folgendes. Man lenkt ein im Gefälle in die Kurve rein und dann geht man in einen kleinen Stoppi, wo das Vorderrad kurz blockiert und in dem Moment, wo man jetzt wieder die Bremse so minimal öffnet, dass es weiter schleift, dass die Bremse nicht sofort löst, in dem Moment will das Hinterrad wieder in eine Flucht mit dem Vorderrad. Das könnt ihr hier gut erkennen. Das wird natürlich alles unterstützt durch deine Körperdrehung, weil du ja eh dahin guckst, wo du hin willst. Dadurch hast du ein sehr passgenaues Versetzen und nicht den Nachteil wie bei der Hüftschleuder, wo du alles nach außen wirfst und nach außen kippst. Wenn ihr das übt, ich verlinke unten mal ein Video, wo ich das nochmal zeige. Also ein spezielles eigenes Video nur dafür. Bitte mit Gefälle und so leicht schräg im Hang, damit ihr auch wirklich einlenken könnt. Und dann müsst ihr euch wohl auf dem Vorderrad fühlen. Und es fühlt sich wie automatisch an. Ich mache es nochmal auf meine starke Seite. Als wenn das Hinterrad
einfach wieder in eine Flucht mit dem Vorderrad will. Das war schon fast ein bisschen zu viel. Ja, experimentiert mal damit und nehmt das mit in den Trail. Das ist der Vorteil. Das kann man Step by Step üben. Also das Prinzip ist, das Hinterrad folgt dem Vorderrad. Das hat voreingelenkt. Du hast eine leichte Radneigung. Du spürst den Sattel leicht am inneren Bein. Und wenn dann ein Impuls setzt, geht automatisch, und so fühlt es sich auch an, automatisch das Hinterrad wieder in eine Flucht mit dem Vorderrad. Und das ist ein sehr, sehr effizientes Versetzen. Deswegen den Mythos, immer nur die Hüftschleuder nach außen werfen, bitte zu den Akten legen. Auch wenn das schnellere Erfolgserlebnis bringt, trainiert ruhig auch mit dieser modernen Technik, die jetzt ja mittlerweile auch schon etabliert ist. Trotzdem, manche kennen sie noch nicht. Und da folgt das Hinterrad dem Vorderrad und dadurch versetzt du dein Hinterrad. Also, man kann da zum Beispiel auch mehrere kleine machen, Vorderrad einschlagen, Sattel am Bein, kleinen Versetzer, das Hinterrad folgt dem Vorderrad. Und das ist echt eine super Technik. Und dann hat man halt nicht den Nachteil, das kann ich mal zeigen, dass man wirklich nach außen kippen würde, wenn man zu sehr das Heck nach außen wirft. Zack. Häufig schon beobachtet. Nochmal zum Vergleich, wenn man das übt, wie man es früher oft gemacht hat, oder vielleicht manche von euch auch gerade noch so üben, dass man halt Kurve, Bremse, Hüfte, und dann wirft man halt das Heck so nach außen. Und da muss man immer sofort gegenlehnen, damit man nicht nach außen kippt. Wie gesagt, auf dem Parkplatz ein gutes Manöver, kann man auch ganz rum und dann weiterfahren, sieht lässig aus. Aber jetzt der Vergleich. Die Technik, die ich eher so als Prägung empfehle für das Fahren von technischen Kehren, ist halt, wie gesagt, mit Gefälle bitte üben. Vorderrad leicht einschlagen, Sattel am inneren Bein. Und dann kommt hier dieser Impuls. Und dann will das Hinterrad in eine Flucht mit dem Vorderrad. Okay, also nicht direkt in der schwierigen Kehre, sondern einfach so in der Wegeskreuzung mit Gefälle. Einfach mal testen. Die alte Technik wäre halt zu sagen, du Kurve, Bremse und dann Hüfte nach außen, aber du musst sofort gegensteuern. Ich habe jetzt auch abgebrochen, sorry. Du musst sofort gegensteuern, weil dein Körper und dein Bike kippt nach außen. Du musst wieder in die Bahn bringen. Also jetzt nochmal Rad neigen und das Hinterrad folgt dann dem Vorderrad und es passt. Liebe Leute, da bitte auch nicht schwarz und weiß denken, man kann die Techniken auch vermischen. Aber mein Fokus wäre wirklich jetzt, dass man halt hingeht und merkt, das Hinterrad folgt dem Vorderrad. Und das ist besser, als wenn man das zu krass wieder nach außen wirft. Und dann, je nach Dynamik, Situation, Gelände, gibt es natürlich Mischvarianten. Ja, liebe Freunde und Freundinnen des gepflegten Trailfahrens, Wanderwege, Spitzkehren, übt das ruhig, bitte übt das mit Gefälle. Also diese Technik geht wirklich gut mit Gefälle zum Üben. Und könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr damit schon experimentiert habt oder ob ihr so eine Mischversion habt. Musstet ihr mal umlernen, weil ihr früher, so war es bei mir, immer die Heckschleuder gemacht habt mit Heck nach außen werfen. Kurve, Bremse, Hüfte war damals immer das Credo. Musstet es dann umlernen oder habt ihr auch direkt die moderne Technik intuitiv oder mit Anleitung gelernt? Ich bin mal gespannt. Danke fürs Zuschauen und ab zum nächsten Video.